Moin und herzlich willkommen hier zurück zu Scump. Weiter geht's. Die letzte Runde hat mir sehr gut gefallen. War mal wieder ein kleines Erfolgserlebnis für mich. Nach den Werkzeugkasten, ich habe da jetzt keinen Platz für. Nachdem die letzte Folge ja doch etwas auer war. So, oder was heißt die letzte Folge? Aber die letzten Folgen waren ja doch schon etwas herausfordernd. Samen ohne Ende hier. Okay, Schraubenzieher auf jeden Fall. So, ich schätze mal, auf dem Dach wird nichts Großartiges sein. Nein, vielleicht ein sicherer Platz. Weil der letzte kam ja doch nicht hochgesprungen. So, wie sieht denn unsere Geschichte aus? Gut, nahrungstechnisch. Im Moment noch nicht so gut. Vielleicht finden wir hier ja ein paar Sardinen oder sowas. Da hinten ist noch ein Zombie-Video. Das ist Papier. Kisten. Das ist ein Päckchen. Und ich da oben rauf gehüpft. Ja, komm ich. Hier auch wieder, ne? Alles voll. Ja, ihr merkt auch schon den Unterschied. Mit der rechten Maustaste kann man jetzt nicht mehr so zielen. Heidewitzka. Die Pfeile sind halt nicht die besten. Aber es bringt schon was. Der ist zu weit weg. Noch. Ich probier's mal. Mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Den hab ich. Den habe ich. Mit dem letzten Pfeil. Sehr geil. Ja, ich werde gleich noch mal ein paar Pfeile organisieren, würde ich sagen. Es wird besser, wenn wir nachher die sagt man schnell, die Federn, wenn wir Federn haben und bessere Pfeile, man, die fliegen natürlich besser, dann würde ich tatsächlich dann auch den Bogen mit der stärkeren Zugkraft bauen wollen. So, jetzt passt auf. Jetzt geht. Hast du nur noch ein Pfeil? Ne, fünf. Was sagen? Wieso? Der ist null. Hier war doch mal letztens noch was drin. Oder unten, das kann auch sein. Vielleicht gibt es noch einen. Oder es muss mal wieder regnen. Ist das nicht so, wenn es regnet, dass die sich dann auch wieder auffüllen? Wanderschuhe. $400. Eine Gasmaske. Ja, jetzt noch nicht. Hast du deine Keule auf Tasch? Dann geh erstmal hier rein. Ganz entspannt, ganz entspannt. Nix. Ja. Ein Anglerhut. Ah, nee, jetzt nicht. Der ist zwar hübscher, aber wir müssen hier mit unserem Platz sparen. Ja, also leider kein Auto in Sicht, ne? Hier ist immer das leidige Thema.
Lohnt es sich nicht. 92. Aber noch nichts drin. Aber doch nicht, ne? Nee. Okay, 92. Ja, und da sind wir wieder. Wie immer, ne? Was ich ja immer sage bei dem Thema, lohnt es sich nicht. Wow, au, wow, wow. Leicht verdorben. Na, dann lassen wir das lieber. Kühlschrank, nichts drin. Tür. Hast du was in der Hand? Hast du. Wie gesagt, als ich rausgelaufen bin, Scheiße, ich habe einmal ins Leere geschlagen. Ich wusste nicht, wie viel das waren. Wie sieht's aus? Gesundheit? Eine Verletzung. Okay, die nehm ich jetzt mal so hin. So, ich wollte hier erstmal rein tingeln. Was ist das? Ja. Ich weiß auch nicht, ich sehe auch immer nicht. Wo sind wir? Wir sind da. Mach mal ein bisschen langsamer wieder. Stacheldraht. Wie viele Pfeile haben wir eigentlich noch? Sag mal so, Rüstungsklasse, gibt das hier eigentlich sowas? Wartet mal, lass mich mal kurz. Das weiß ich nämlich gar nicht. Also Schlagen, Bogen ist klar. Handfeuer, Zähne. Habe ich tatsächlich noch alles? Blutgruppe. Temperatur, Gewicht. Energie, Wasser. Gesundheit, Alter, Lebenszeit. Körperstatistiken, Proteine. Wisst ihr, dass das gibt? Das sowas wie... Ich habe jetzt gedacht, dass man auch sowas wie einen Rüstungsschutz hat. Weil wenn das nicht der Fall ist, dann ist das ja wirklich nur was für... Dann könnte ich ja auch sagen, kack doch auf den Helm und nehmt dir eine normale Mütze, weil es einfach nur cool aussieht. Aber wartet mal, Konstitution laufend Ausdauer. Diebstahl, Sprengstoff, Schleichen, Luftfahrt. Also nicht so, dass ich da jetzt was wüsste. Gut. Hast du einen Knüppel? Ja, hier ist dann nichts weiter drin. Up to the next. Wo kommst du denn her?
Wo kam der denn jetzt her? Die alte Seuche, ey. Ich müsste mal zum Boot. Leute, wir müssten mal zum Boot. Ich muss gucken, ob ich mit Tequila die Wunde gereinigt kriege. Sowieso recht viel. Tequila. Nein. Oh, das mit diesen 1 und 2, ne? Da komme ich ja absolut nicht mit klar. Verhandeln. Ach so. Okay. Ich verwechsel dies jedes Mal. Wenn ich jetzt so mache, sag Gesundheit, geht dann darauf. Aha. Ah, wie geil. Also es funktioniert. Ihr könnt mit Tequila, könnt ihr euch schön euren, wisst ihr was, das packe ich hier mal mit rein. Die Verletzungen kurieren, das ist geil. So, aber ich gehe mal da vorne hin. Ich will einmal ein paar Pfeile noch machen. Da oben scheint ja doch mehr los zu sein. Ja, aber ich so langsam komme ich hinter die Geheimnisse. Also ich nicht wie hinter die Geheimnisse ist Quatsch, aber wie tiefgründig das geworden ist. Nein, ah, Kacke. Stopp. Kannst du das abbrechen? Ja, mit Escape tatsächlich. Ja, Mädel, wenn du ein bisschen größeren Rucksack hättest, könnte ich dir noch was ausziehen. So, Inventar. Nee, Handwerk. Munitione. Wir nehmen natürlich nur die besten Pfeile. Ja gut, was erwarte ich? Das ist voll schnell einfach gemacht und man kriegt da was weg, ne? Wenigstens ein bisschen. Ich brauche halt für die befiederte Holzpfeile mit Steinspitze, da brauche ich natürlich dann, oder Stahl, brauche ich halt Federn. Ja, Federn gar kein Problem im Grunde genommen. Naja, guck mal, das ist natürlich super geil. Habe ich den eigentlich repariert, den Köcher? Oh, reparieren. Dann machen wir das doch mal schnell, ne? Die Hose, eigentlich brauche ich es nicht, aber... Geschmack prüfen. Warm, ja, bevor der ganz wegschmilzt. Hauen wir den mal weg. So, dann möchte ich einmal nochmal gucken. Bogen. Da bräuchte ich, da habe ich Seile. Ich weiß nicht, warum ich noch Seile habe. Kommt das deswegen hier? Deswegen? Kann das sein? Das heißt, ich brauche einen langen Stock. Dann würde ich tatsächlich den mit ein bisschen mehr Zugkraft wählen. War das jetzt denn mit 35 Pfund? Ne? Ja. Nimmst den in die Hand.
schmeiß den raus. Packst den oben hoch. Und hier Holzpfeil. 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 Wenn wir schon dabei sind, Leute. Ein kleiner Stöcker. Wie viel können wir da mal raus? 3? 5? Ne, 5 war zu viel. Das war aus Stofffetzen. Also aus Lumpen Stofffetzen machen. Da kriegst du 5 raus. Aber es ist okay. Schwabups. Mein Messer durch? Warum? Oder weil ich zu weit weg stand. Das kann natürlich auch sein. Wieso? Achso, ha. Ah, ja, ist egal. Ich hätte auch auf mehrfach gehen sollen. Okay, jetzt wird noch einer fehlen, aber das reicht uns. So, dann nimmst du die 2, die machst du auf für 1 und den packst du auf die 2. So, Keule. Okay, dann gehen wir mal weiter. Da warst du schon. Schade, dass hier kein Auto ist. Glaube ich, hier unten war, meine ich doch aber noch ein Brunnen. Ah, ich weiß es nicht mehr. Ich meine aber, wie gesagt, Regen. Wenn es regnet. Wenn es regnet. Dann füllen die sich wieder. Muss nur regnen, ne? Kann das sein, dass sie über eine bestimmte Zahl nicht rüber dürfen? Ich meine, der hat nur 14%, dass da nichts aufsteckt. Natürlich blöd mit dem Brunnen. Ich habe schon gedacht, dass... dass ich hier was zu trinken krieg. Ist höchstwahrscheinlich der Vorteil oben im Winter, wobei da brauchst du richtig Klamotten. Ich schmeiß jetzt immer die Schläuche raus, mal sehen, wann ich die brauche. Mülleimer, Platz, Zeus. Okay. Ich war auch am Überlegen, ob man noch mal zum Bahnhof zurückfährt. Der ist ja auch hier auf unserer Seite. Zum Güterbahnhof. Würde ich dann aber tatsächlich machen, wenn wir ein Auto haben. Stück Gummi. Okay, hätte ich jetzt auch zum ersten Mal gefunden. Spiel. Ist uns jetzt in Ruhe. Sei bloß ruhig, Maruk. Das ist hier nicht witzig. Oh geil, ich kann ja sowas doch eigentlich nicht liegen lassen, ne? Soll
Sollte man sich dann doch über. Ach, seht ihr, ich wollte noch eine Kiste bauen. Ich glaube, die Kiste baue ich uns gleich dann einmal offline in Ruhe. Kriegen wir noch ein bisschen mehr in die ins Boot. Ja. Das ist eine gute Idee. Diese Weihnachtskugeln. Ich meine, die Zeit ist rum, Leute. Wir haben bald Ostern. Hast du schon geguckt? Da. Ohrstöpsel, wofür man die wohl irgendwann braucht. Da bin ich ja mal gespannt. Oh, da hätte ich noch Platz. Guck mal. Ja, aber jetzt, wenn jetzt unser Taschenplatz voll ist, dann ist er voll, ne? Jetzt muss ich mir dann schon überlegen, was ich mitnehmen will. Wie viel passt denn da immer rauf? Ich glaube. Noch eine Axt. Okay, jetzt reicht's. Mehr kann ich. Mehr kriege ich nicht mit. Dann haben wir auch zwei. Das ist ja schon mal nicht das Schlechteste. Und ich weiß, wo man welche findet. Ja, das sind natürlich alles so Spots. Da kann man immer wieder hinfahren. Ne? Was war das? Hast du Schmerzen? Nee, ne? Ich habe Schmerzen. Warum habe ich eigentlich Schmerzen? Geschmack prüfen. Cool. Okay, mal essen. Ach, deswegen. Aber ich finde es sehr geil, dass man. So, genau, passt mal auf. Ich wollte noch was machen. Handwerk. Cooking. Tee. Da brauche ich eigentlich nur Tee und Wasser. 500 Milliliter. Aber wie viel ist da jetzt drin? Ah, 100 Gramm. Ich schätze, okay, und hier wird mir leider nichts angezeigt. Ich dachte, ich könnte. Dauert 3 Minuten tatsächlich. Muss ich höchstwahrscheinlich am Ofen oder so machen, ne? Kann das sein? Ach so. Alles klar, gut. Also ich brauche. Okay, ich dachte, ich könnte mir das so anmixen, aber nee, ist ja auch ganz klar. Oh, doch, guck mal, hier wäre noch. Guck mal, hier ist auch noch ein Wasserdings. Ja. Da habe ich ja schon gestern, vorgestern Abend, aus unserer Sicht vorgestern Abend rausgenuckelt. Okay, gehen wir hier einmal rum, dann gehen wir vorne zu den, sagt die Zeit, zu dieser Getränkeboxe-Dings. So wie es aussieht. Ich will jetzt nicht den Abend vor dem Morgen, den Morgen vor dem Abend loben, aber. Der stackt auch auf. So, ich weiß, dass hier auch noch voll was mit Zomboruins waren. Das da vorne ist ja auch. Ich weiß gar nicht.
Also jede Menge Boote, aber das sind ja nur normale Ruderboote hier, ne? Ja. Der Magen, ey. Oder am Abknurren. Eine Kochplatte hatte ich irgendwo mal. Lasst uns noch einen Baseballschläger. Ey, den kann ich ja nicht zurücklassen. Den kann ich doch nicht zurücklassen. Ich muss den zurücklassen. Ich habe keinen Platz mehr. Ich will den nicht zurücklassen. Ich will nicht. Kennt ihr das auch? Eigentlich ist man voll mit Loot, so wie wir jetzt. Und man guckt trotzdem immer weiter. Aber wisst ihr, was wir machen? Was ich machen werde? Nein, wir gucken hier jetzt nochmal gemeinschaftlich durch. Ob hier noch irgendwas Specialiges. Achso, habe ich jetzt da vorne? Jetzt noch nicht. Und bevor ich euch in die nächste Folge hole, habe ich eine Kiste gebaut, dass wir noch ein bisschen Platz in unserem Boot kriegen. Weil das werde ich auf jeden Fall behalten. Sowas brauchen wir. Ich möchte ja sowieso gerne irgendwie. Oh, das sind Holzbretter. Das sind Holzbretter. Na gut, das sind aber nur 8 Holzbretter. Kann man die auch wieder beseitigen? Das sind ja nur 2 Stück. Und eine Axt liegt hier auch. Ich drehe durch. Ich drehe so durch. Aber ja gut, die können wir dann ja vielleicht holen, wenn ich die Dings habe. Die Kiste. Eine Kiste bauen ist ja nicht das Problem. Geil, Seife. Ah ja, geil, Seife. Bin voll. Geil, Schraubendreher. Warum läufst du denn hier eigentlich noch lang? Spinte könnten auch noch mal interessant werden. Allerdings ist da nichts drinne. Wieso gehst du da oben rauf? Da sind noch ein paar Fötis. 75. Ja gut, unser haben wir ja erst repariert. Ein Käffchen vielleicht? Sehr schön. Okay, meine Lieben, dann würde ich sagen, ich trinke mal schön einen Kaffee noch. Und wir sehen uns dann morgen. Ich baue uns eine Holzkiste. Ich baue uns eine Holzkiste. Geh da mal kurz da oben hoch, baue eine Holzkiste. Die Materialien sollte ich hier ja problemlos finden. Gut, also mach's gut, euer Maru. Ciao und schönen Dank, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns morgen. Und ich werde doch noch Robin Hood.